Wir haben noch bald wieder richtig Spaß mit denen. Die Ja, schnauft schon wieder. Warte mal. das stimmt. Okay. Na, ab der Hälfte schnaufen die wieder. Kannst du trotzdem noch eine Weile laufen. So würde ich das sagen. Warte mal, wie war das? Okay. Hier ist noch eine Straße, aber ich weiß nicht, ob wir die nehmen wollen. Welche meinst du? Ja, doch, die hier bin ich noch gar nicht hier. Die hier rechts rum. Guck mal. Die hier so schräg abgeht. Die bin ich noch gar nicht lang. Ja, dann machen wir das. Dann gehen wir da mal lang. Also die hier. Ja. Gucken wir mal, was wir so finden. Oh, Glas. ich habe schon wieder so viele Fertigkeitspunkte. Ich muss mir noch, Nee, muss sie mal wieder vergeben. Glas brauchen wir erstmal nicht. So, geht die Straße hier rum? Ja, tatsächlich, die geht hier rum nach links weg. Okay, der ist leer. Dann war hier schon jemand. Okay. Na, nicht unbedingt. Die Dinger sind manchmal auch leer. Ja, aber er zeigt dann trotzdem an neu, auch wenn die Ach leer so. sind. Ja, ein Und Stück war ich hier schon mal lang, aber auch nicht allzu weit. dann werden wir mal gucken, was uns da erwartet. Hier war ich auch schon dran. Schade, dass man sowas hier nicht lesen kann, ne? Ja, die Zeitung, ne, die hier so rumliegen. Ja, Guck mal, das da ist so würde. ein Einkaufskorb, den kannst du mal durchwühlen. Nichts drinne. Ist leer. Oh, hier ist was drinne. Ah, guck mal hier. Warte. Wunderbar. Das gefällt mir schon. Das Oh, war da. die hat Dosenerbsen. Ich kann aus einem Erbseneintopf machen. Ja, Hof auf Lagerfeuer, weißt du? Ja, weißt du, das verstehe Aber ich nicht. Du hast hier Dosenerbsen und sowas? vorher Ja. aufmachen, ne? Nicht nachher. Guck mal hier, Marcel. Das Ding kann ich doch wieder auseinandernehmen. Ich brauche doch Eisen. Ja, okay. Och, da hinten läuft schon wieder ein Tier. Ich hätte mal Moped nehmen sollen und dann hier lang fahren. Aber mach ich nächstes Mal. Ja. Mach ich nächstes Mal. Erstmal brauchen wir ja sowieso noch ein bisschen mehr Sprit. Ich habe da ein bisschen Sorge mit. Ja, darum, ich habe gerade auch Benzin rausbekommen hier, ne? Also alles beim Besten Ja, hier. ich weiß. Ich weiß. Alles gut. So, mal gucken, was wir hier noch so Schönes finden auf unserer Tour. So, da hinten ist wieder so ein Gerippe. Ja? Was ist mit Glas? Heike hat geschrieben Glas. Ja, also Glas wollen wir ja in Zukunft nicht mehr so nutzen. Nee, Glas essen wir nicht mehr. Wir haben jetzt Eintopf. Also inzwischen können wir uns was zu essen kochen. Oh, guck mal, wer hier kommt. Wer ist das denn? Hahaha. Bisschen Papier dabei gehabt. Aber ich höre ja schon wieder was in der Nähe. Aber wir kennen das ja schon. In Straßennähe taucht öfter mal was auf. Hier sind wieder Stofffetzen. Okay. Da hinten sehe ich, glaube ich, ein Auto. Ach, ein bisschen neblig, ne? Ja, muss ich auch sagen, finde ich nicht so gut. Ich finde das schon gut. Okay. Hani, den würde ich gerne zerlegen. Ja, wie gesagt, tu dir keinen Zwang an. Ich durchwühle den Müll hier. Weil ich habe ja auch dieses Bauwerkzeuggedöns, habe ich ja schon voll hochgezogen. Und dann könnte das sein, dass ich besseres Zeug daraus kriege. Deswegen mache ich das gerne. Oh, Patronenhülsen. Schön. Hier kommt wieder durch ein Oh, Auto. Hani, wir haben eine 578er Batterie. Na, hervorragend. Ich habe mein Moped.
Die ist sogar besser als meine. Glaube ich. Du, hier ist noch ein Auto. Du kannst ja noch mal hier was Machen wir. auseinandernehmen. Machen wir. Also, ich habe sogar das Gefühl, dass bei manchen Sachen jeder zweite Griff was Gutes wird, wenn man so hochgeskillt ist. Ist bei den Reifen auch so. Wenn ich da einmal draufkloppe, kommt da nichts Gutes bei raus. Und beim zweiten Mal kriege ich da gute Reifen. Schön. Eine Axt mit über 300, das ist schon nett. Ja, hier, ja genau, da hol mal raus da aus dem. Mechanische Teile waren jetzt mal dabei. Brauchen wir auch wieder welche. Ich weiß gar nicht, wie viele brauchen wir eigentlich für die Zugbrücke? Ich glaube 20 oder 30, irgendwie sowas. Ja, ich glaube 20. Das war schon viel. Ich höre hier irgendwas krakeelen. Ja, sollen sie mal krakeelen. Wir müssen jetzt unsere kleine Tour machen. Hier, was haben wir Ja, aber hier? wenn mir da zu nahe kommt und ich am Abbauen bin, ich weiß nicht. Oh Gott, hier kommt Karl schon wieder an mit seinem komischen Schritt hier. Ja, okay. Dem traue ich nicht. Ja, von hinten. Schlag ihn! So, ich habe auch wieder einen Motor gekriegt. Das ist sehr schön. 339 ist jetzt nicht verkehrt. Juckersamen habe ich auch wieder. Das ist gut. Wofür auch immer, ich weiß nicht. Ausdauer wieder, oder? Ach, da hinten kommen sie wieder, die Straße. Ja, ein Stück können wir ja noch gehen, ne? Ja, und wir können auch noch ein Stückchen weitergehen, ich meine. Wenn wir nachher so bei 50% Essen angekommen sind und Getränke, also oder eins von beiden, dann sollten wir langsam auf dem Rückweg. Aber bis dahin finden wir bestimmt noch einiges. Und ich gucke gerne ab und zu mal auf die Karte. Hier ist wieder ein Auto, Marcel. Das kannst du auseinandernehmen, weil das noch ziemlich gut aussieht. Okay. Machen wir. Ich werde dir aber Und nachher wahrscheinlich irgendwas. ich, ja, kannst du gerne machen, auch das Eisen. Aber jetzt kommt Erwin, den halte ich dir mal vom Hals. Ich hoffe mal, Komm das mal her hier, Erwin. klappt, ohne dass das völlig kritisch endet. Na, ich versuche ihn mal mehr so von hinten anzugreifen. Erwin ist ja ziemlich dumm im Schädel. Ja, wird ja nicht mehr richtig durchblutet, ne? Das ist ja. Nein, nein, liebe Heike, Das wir können wäre uns schön. kein Auto basteln. Ja, habe ich mir fast gedacht. Ach, Erwin hat mich infiziert. Wir hätten den vorher erledigen sollen. Ja, Medizin habe ich jetzt leider nicht dabei. Ist nicht schlimm. So, mal gucken, was jetzt hier um die Ecke kommt. Da unten kommt wieder so eine Wasserstraße, so wie das aussieht, Ah, oder? weißt du, Erwin haut einmal zu und schon bist du infiziert, ne? Das ist doch ätzend. Ja, weiß Bescheid, wie dreckig seine Finger sein müssen. Ja. Ja, liebe Heike, wir können leider wirklich nur Autos zerlegen, anstatt die zu bauen. Ja. Ne? Ja. Also beim Vielleicht Ge kommt es irgendwann noch. Man weiß es nicht. Ja, Also ich also. weiß, es gibt ja 7Days auch für den PC. Da ist es zum Beispiel möglich, ein Auto zu bauen, aber vielleicht wird das hier noch angepasst. Man weiß es nicht. Aber aktuell nicht. Hani, ich habe gerade das Rezept für einen Erdbohrer gelesen. Das war hier gerade im Müll Ja! drinne. Das war gerade im Ja! Müll drinne. Aber ich muss den auch lesen. Denk dran, sonst kann ich das nicht Ja. reparieren. Ja. Oh, guck mal, da kommt Hulda. Ja. Ich kann mich leider nicht mit ihr anlegen. Ich habe so ein bisschen wenig
Energie. Oh, Munition hat sie auch nicht. Na, hast du schon reingeguckt? Ja, okay, dann zerlege ich das mal. Bleib mal bitte in der Nähe. Mach ich. Auf meiner Seite. Weil vorhin kam auch was hinter mir, während du dich mit Erwin beschäftigt hast, war auch nicht so prickelnd. Nee, das glaube ich dir. Siehst du, was ich davon hatte mit Erwin? Ja, ich hab auch kurz überlegt, machen wir erst Erwin-Plan und dann gehe ich daran. Dauert ja doch ein bisschen hier, ne? So, gucken wir mal rein. Oh, schön. 505 Motor. Steht da ein Auto? Guck mal, da ist doch ein Haus. Wo? Da hinten? Nee. Da ist ein Friedhof. Aber da steht ein Auto. Da steht. Oh ja, da gehen wir hin. Da gehen wir auf jeden Fall hin. Aber dann ist ein Friedhof hier links, ne? Ja, das kann sein. Ich habe das nicht so recht gesehen. Das war alles so ein bisschen neblig hier. Oh, der sieht aber noch richtig gut aus. Aber war nichts Gutes drin, also nicht so Gutes. Nee. Bleib mal hier in meiner Nähe, nicht, dass mit sich doch noch irgendwas anschleicht wieder. Ich höre nämlich schon wieder was, aber könnte auch sein, dass die auf dem Friedhof. Könnte auch sein, dass die drinne sind, genau. Nee, da kommt sie. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht. Hildi. Oh Scheiße, sie hat mich. Okay, jetzt doch nicht mehr. Ach Hilde. Komm. Okay. Hat Hilde was Gesundes dabei? Nö, 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 nö. Oh, guck mal, was hier auf dem Friedhof los ist. Guck dir das mal an. Schön. Alle aus den Gräber gekrochen, weißt du? Ja, ich glaube auch. Hier können wir mal wieder buddeln gehen, denn. So wie gestern den anderen Friedhof, den ich auseinandergenommen habe, da mit den ganzen Löchern. Ja, war nett, war nett. Ja, das war wirklich nett. Ey, wir sollten mal nicht hier lang gehen, wir sollten mal wieder zur Straße gehen. Ja, ich wollte. Es könnten tatsächlich zwei am Auto arbeiten, Heike, aber hier spielen mehrere Faktoren rein, wie gut das ist, was man so kriegt aus diesen Sachen beim Abbauen oder Finden. Und wenn man da unterschiedlich entwickelt ist, ist es besser, wenn derjenige, der eben halt besser entwickelt ist, rangeht und es macht. Deswegen, ach Hani, willst du den nicht durchsuchen? Nee, das kannst du. Achso, ja, kann ich machen. Nee, jetzt ist es zu spät, aber bei den nächsten Autos können wir es gerne so machen. Ja. Nee, also es ist so, dass Marcel und ich uns ja aufgeteilt haben, wer was zuerst hochskillt und Marcel kümmert sich mehr so um die Bauwerkzeuge und sowas und ich so mehr um die so Bergbau und sowas. Und darum ist es besser, wenn er abbaut, weil er dann mehr Ressourcen rausbekommt, wie meine Wenigkeit oder auch bessere. So, dann kannst du die Autos auch abbauen, wenn du magst. Aber mir kannst du dann das Eisen geben. Hani, ich muss dir sowieso mehrere Sachen geben. Ja, warte mal, ich muss mal gucken, was ich wegschmeißen kann. Ich habe hier Goldrutensamen, die brauche ich doch gar nicht. Was habe ich denn hier noch, was weg kann? Schmerztabletten, ja weiß ich nicht, warte mal, dieses old Gammelbrot schmeiß ich mal auch weg. Okay, ich. So. Dann kannst du mir jetzt was geben. Ich kann dir was geben. Okay, Eisen. Moment, warte mal, da kommt jemand. Oh nein! Hani, geht's? Ja, ich war nur ganz kurz gelähmt. Okay. Ey, ich habe hier aber mit Einschlag den Kopf weggemacht. Aha, wieder was gelernt, schreibt Heike. Genau. Okay, hier beim Auto kannst du dann auch durchsuchen. Habe ich schon.
Okay, okay, vielleicht sollten wir stacken irgendwas. Dann sag mal an, was du so hast. Warte, ich habe mal ganz kurz hier das Essen, was sie dabei hat, gegessen, weil das bringt auch die Gesundheit ein bisschen hoch. Ja, okay. Dann esse ich mal eine Ja, Hühnersuppe, dann mache ich das auch so. das funktioniert. Jetzt bin ich wieder auf 55 hoch. So, dann gib mal her. Okay, Federn hast du Kommt da bestimmt was? nicht. Nee. Nein, wir ja mal ein bisschen wegen Essen und Trinken. Nägel, hast du Nägel? Nee. Öl? Ja. Wie viel? Kannst mir geben, gib her. Okay, bitteschön. Ich höre schon wieder was. Messing? Ja, ich hatte mehr Öl. Ja, Messing habe ich auch. Immer her damit. Okay, bitte. Was haben wir sonst noch so? Stofffetzen 32. Ja, da habe ich vier. Okay. Wir machen das jetzt einfach, damit ich ein bisschen was freikrieg. Damit ich habe ja schon sehr, sehr hochgeskillt eben halt diese Bauwerkzeuge und krieg dadurch diese guten Sachen, was hier schon nieder ist, raus. Zwar erst bei jedem zweiten Versuch oder so, ne, aber das knallt mir irgendwann das Inventar voll und dann kann ich nichts mehr mitnehmen. Und ich weiß nicht, ob das dann noch die Wertigkeit hat, wenn Hani das aufhebt. Falls ich es wegwerfe. Ne, das ist auch noch so eine Sache. Doch, doch, die Wertigkeit ändert sich nicht. Hani, irgendwas ist hier sehr, sehr nah. Das ist direkt hinter mir, oder? Oh, warte, ja, ich komme. Irgendwo. Nee, der krabbelt doch hier auf der Straße oder was? Hier ist er, ja, ich habe ihn schon. Ich hau ihm auf den Arsch, warte mal. Ja, dann hau ich mal auf den Hintern. Ja, den sollte man wirklich von hinten angreifen, weil wenn der dich erwischt, dann bricht er dir das Bein. Dann gucken wir mal. Benzin brauchen wir auch. Ist ja auch gut, dass wir sowas kriegen. Ich höre noch Nein, was. ah! Da krabbelt er. Er ist lang. Kannst ihn durchsuchen. So, gucken wir mal. Okay. Ich finde das auch ein bisschen merkwürdig, dass man auf der Konsole hier, du siehst ja rechts immer, wenn du was abbaust, was du so kriegst. Ne? Aber so Batterien, Motor, ich glaube, das sieht man Das sieht. nicht. Nee, das geht zu schnell, glaube ich. Das sieht man nur ganz selten. Deswegen denke ich manchmal, ich habe nichts gefunden und gucke dann rein. Oh, da ist doch was, Ja, weißt du? und dann hast du aber doch was. Guck mal hier unten. Hier ist wieder so ein kleiner Tümpel. Ich denke mal, da wird auch wieder eine Mine drinne sein. Meinst du? Also hier rechts ist wieder ein Weg. Aber so ein Weg kommt mir bekannt vor. Ne? Also ich glaube, diese generierte Map ist ja so, dass das ein bisschen so modular ist. Ja, gewisse Bereiche, gewisse Gebäude, die dann eben halt Module sind und das so generiert wird. Da ist ein Bär, oder? Ist das ein Bär? Ja, das ist Ja, oh ein mein Gott, Bär. das ist ein Bär. Das ist ein Bär, das ist bloß weg. Bloß zurück auf die Straße und weiter. Also auf den habe ich ja noch überhaupt keine Lust, ne? Okay. Da oben ist ein Haus, Marcel. Bei Häusern könnten auch Fahrzeuge sein, ne? Ja, meistens. Wir können Oder? ja mal gucken. Können wir mal gucken. Da Tja, war ein Hirsch. da war ein Tier. Nö, da ist kein Auto. Lass mal zurück zur Aber Straße. vielleicht sind da Medikamente drin. Ja, Medikamente helfen aber nicht bei Hunger. Ich meine, gut, wenn man so 2 Kilo Medikamente nimmt, dann bist du Nein, ich meine aussatt, wegen aber. Antibiotikum. Ach so, wegen der Infektion, stimmt. Oh, hier hinten kommt was trocknet, glaube ich, oder? Ich weiß nicht. Noch zeigt er das nicht. Das Gerippe kannst du hier zerlegen, wenn du möchtest. Warte, ich komme.
kriegst ja sonst irgendwas wieder raus. Ein Bär, oha, ja genau, Heike. So denken wir auch immer. Also mit einem Bär sollte man hier vorsichtig sein. Oh, okay. Ich spiele mal kurz mit Karl, ne? Also mach dir keinen Kopf. Darfst ihn gerne Da durchsuchen. liegt er ja schon. Darfst ihn gerne Hallo durchsuchen. Karlchen. Und Der dann hat lass er. Schießpulver dabei. Okay, lass uns mal ein bisschen weiter, da kommen nämlich gerade noch welche. Da kommt ein Auto. Okay. Nägel habe ich und Patronenhülsen. Der ist sehr schön. Oh, guck mal, da hinten schon wieder so ein Vieh, ne? Was für ein Vieh. Da hinten ist ein Hirsch. Ach so, ein Hirsch. So, wollen wir mal Der gucken, komm. Röhre. Oh, ich glaube, die kommen uns hinterher, aber okay, die sind noch ziemlich weit weg. Ich kann Vielleicht. den ja ein Sandwich hinschmeißen, wenn du willst. Ja. Knete, schmeiß dir mal Knete zu, weißt Ja, ich habe leider keine dabei. Es tut mir leid. Okay. Hani, wo bist du? Komm Am zurück. Auto. Ja, aber nicht da, wo ich bin, weil ich habe hier Erwin und noch jemanden hier. Lauf doch weg von denen. Ja, aber ich wollte noch abbauen und gucken. Und ich habe noch eine Batterie, 268. Ja, das ist so schön. Der Müllsack ist leer, da war sie schon dran. Nee, wir müssen weiter, die kommen. Ich weiß auch nicht, was mit denen ist, warum die uns hier verfolgen. Dann sollten wir weiter. Also ich habe schon ein paar Batterien und ein paar Motoren. Hier hinten kommt wieder so Ja. ein trockenes Gebiet, glaube ich, oder? Ich weiß nicht, das sieht so komisch aus, ne? Wir gucken mal. Guck mal, hier ist wieder dieses ganz komische, ekelhafte braune Zeug hier. Also das ist alles Bruchsand hier. Ja, Jetzt das ist fängt wieder ein Stück Grünes an. so schön. Bruchsand brauchen wir ja auch. Oh, herrlich. Es wird hell. Guck mal. Oh, da ist ein Auto. Ja, und Gegner sind da hinten auch. Okay, ich stelle mich mal ganz in deine Nähe und guck mal ein bisschen. Bisschen. Da kommt Karl. Der soll noch 2 Kilometer weit. Ach! Ich glaube es nicht. Okay, ich wollte gerade hier hoch. Was sieht mein Adlerauge da? Ach so. Warte mal. Kohle. Ne? Müsste Kohle sein. Also ich kann nichts mehr aufnehmen. Da funktioniert nichts mehr. 2 Motoren, 2 Batterien und die sind von der Wertigkeit recht gut. Beide, finde ich. Und Erwin ist auch schon unterwegs. Ja, ich beeil mich. So. Ich wollte mal kurz hier rüber gucken, ob hier irgendwas Ah, kommt. nee, Irgendwas. Ja. Erwin, Erwin, Erwin. Hat mich fast erledigt. Ich habe nur noch einen Lebenspunkt. Hast du was zu essen? Rohe Eier. Hier, warte mal, das kannst du essen. Hier. Ja, schön. Dann muss ich dir noch was abwerfen. Stofffetzen. Ja. Werfe ich dir mal ab. Okay, dann kann ich auch was essen. Ach so, ich jetzt auf. Okay. So, dann warte ich, bis er sich ein bisschen geheilt hat. Ja, Wollen wir da das machen wir mal. vorsichtig in dieses Gebiet rein? Vielleicht finden wir ja da noch eine Siedlung. Wäre ja cool eigentlich. Das wert. Also wir sind ja nur schon ein Stückchen gegangen und dürfte mal eigentlich langsam wieder was kommen, ne? Ja, denke ich auch. So. Warum friert sie denn schon wieder? Ja, weil hier so neblig ist, Wasser in der Gegend. Guck mal, da hinten ist schon der Karl. Also wir sollten den jetzt erstmal aus dem Weg gehen. Ach du Guck mal Scheiße. weiter rechts.
Ja, wir laufen jetzt mal hier, komm. Okay, laufen geht. Also das muss ich jetzt nicht unbedingt haben mit denen. Also wenn Hunde ankommen, dann ist es zu Hier ist eine spät. Stadt. Dann hole ich mein Zeug mit Moped. Marcel, hier ist eine Stadt. Ich hoffe, keine grüne. Oh doch, oh doch, oh doch. Könnt ihr euch da eine Basis einrichten? Also wir werden uns nicht. Nee, Hani, komm raus. Ich bin tot. Vorbei. Warum? Oh Ja. Gott! Hund. Ich hab's gleich gesehen, dieses kaputte Gebäude. Das konnte nicht gut gehen. Das war wieder so ein verseuchtes Gebiet, ne? Wo Ja, so ein normal. bisschen. Also nicht ganz so grün. Wo normalerweise vorher grün wird, dann kriegst du eine gewisse Melodie und hörst dann gleich. Nee, da war keine Uah. Melodie. Nee, aber das ist so ein Gebiet. Kannst, ne? Ich konnte fliehen. Ich nicht. Ich bin tot. Also im Sonnengebiet hätte ich keine Basis bauen wollen. Nein, nein, also absolut nicht. Also da, wo Hunde auftauchen, ne. Fährst du denn mit dem Moped hin und holst das? Ja, also Gut. da fahre ich dann mit Moped hin und hole das, weil das ist einfach zu viel, was mir da verloren geht, muss ich mal so Genau, sagen. ich komme zurück. Also ich laufe weg, weil ich habe keinen Bock, dass der Hund. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt von dem weggekommen bin. Der hat dich nämlich gerade gefressen. Ich hoffe, ich kriege das auch hin, da das alles einzusammeln. Ja, doch, das schaffst du schon. Ansonsten nimm dir doch einen Medizinkoffer mit. bringt mir das was? Ja, wenn du Also, den gleich auf dem Slot hast, den du gleich ausgewählt hast, dann kannst du ja gleich auf. wenn die mich zu schnell töten, dann bringt mir das Nee, das. Nothing, ne? So, okay. Also es Hey, kommst du mir gleich entgegengefahren? Nee, was ja, sagst du? Heike, es gibt definitiv gefährliche Orte. Na, hat Ja. Heike nämlich gerade geschrieben. Es gibt nicht nur das rote Gebiet, es gibt auch andere Gebiete, die gefährlich werden. Ach Mensch, was mache ich denn? Ich muss doch erstmal gucken wegen Essen, Trinken dürfte ja voll sein. Ich habe absolut nichts weiter mit, aber vielleicht sollte ich doch ein bisschen Medizin mitnehmen. Wir haben ja eigentlich, ne? Wollte ich gerade sagen, und wenn ich zurückkomme, ich muss erstmal Antibiotika nehmen, weil ich ja noch infiziert bin. So, okay. Also ich habe einen So, ich. Erste-Hilfe-Verbandskasten. Ja, den würde ich mir auch in den Gürtel packen und gleich so drauf bleiben mit dem, weißt du, da du den Ja. sofort benutzen kannst, falls was Ja. passiert oder so. Ja, habe ich auch. Also das ist wieder so eine schöne Sache, ne? Ja, kann vorkommen, ne? Also wir sind ja noch nicht so gut ausgestattet, ne, dass Nee. wir mit allem klarkommen, sondern da müssen wir erstmal hin, ne? Und viele Sachen werden uns dabei helfen, unter anderem auch Level, Waffen und. Na, das spielt alles so richtig schön zusammen. Ne? Sag ich jetzt mal, wie ich schon mal erklärt habe, bei dem Abbau. Bei dem Abbau zum Beispiel von Steine oder so. Ne? Da spielt die Ausdauer eine Rolle. Da spielt die Wertigkeit von dem Werkzeug eine Rolle. Ne? Da spielt der Skill eine Rolle. Ne? Zum Beispiel prozentual mehr Schaden an Blöcken und so weiter. Ne, und das gilt für alles eigentlich. Ne, auch bei den Waffen zum Beispiel. Ja. Ne, selbst wenn du eine richtig, richtig gute Waffe hast und du hast Reparatur noch nicht so hoch und hast da den entsprechenden Waffenskill noch nicht so hoch, kann das sein, dass dir das Ganze nichts bringt. Und das finde ich aber auch gut. Ne, und wir haben ja inzwischen die Erfahrung gemacht, wie wir da relativ gut hochkommen. Dahin kommen, wo wir hinwollen, und müssen bloß immer abwägen, wann machen wir was.
Ja, das ist richtig. So, ich laufe mal wieder zurück, weil wie gesagt, das ist mir da hinten nichts mit dem Gesindel. Genau, okay. Ich habe es mir markiert, wo ich in die Straße reinkomme. Fahre dann mit meinem Moped dahin. Ja, Hol wir da. sehen uns bestimmt gleich. Du wirst bestimmt an mir vorbei sausen. Ja, versuchen werde ich's. Solange du mich nicht überkachelst und denkst, ich bin ein Zombie, ist alles gut. So, ich habe mir doch hier die Markierung gesetzt. Hier war doch die Straße, die wir lang sind. Oh ja, die Gegner stehen hier noch auf der Straße. Mit dem will ich jetzt aber nicht spielen. Und Hani, ich wette mit dir und ich wette mit dir und ich wette. Da hinten, wo ich verstorben bin, gibt es garantiert einen Baumarkt. Auf Garantiert Garantie, auf Garantie. einen Buchladen. Und wenn wir da in den Baumarkt gehen. Wenn wir die Teile finden, die du so sehnlichst erwartest. Niedliches Ding, das Ja. Moped. Ja, stimmt, Heike. Wirklich, ist ein, ja, ist, Taschenmotorrad nennt sich das hier. Ja. Boah, ist wirklich recht klein. Aber ist in Ordnung. Hani, ich sehe das Licht von deiner Taschenlampe, glaube ich. Doch, ich sehe aber auch schon wieder ein Tier. Hani, das Tier nehme ich auch mit Lack, wenn ich schon dabei bin, ne? Hallo. Ja, bitte, hallo. Ach du Scheiße, oh Gott, wie du da aussah eben. Du Scheiße, was machst du? Na, Tier. Du alter Mörder, es liegt ja hier, der Kadaver. Na, nicht lange. So. Hab Gut, ich sauber gehe mal nach gemacht. Hause, ne? Ich bin infiziert. Ja, alles gut. Ich hoffe, du schaffst es. Ja, ich auch. Naja, ich sag mal so, das ist eine Sache, die ist in diesem Spiel einfach nur sinnvoll. Ja, wenn wir jetzt Waffen haben, mit denen wir, sage ich jetzt mal, 6, 7 Schuss abfeuern, dann ist das so schnell weg, bis wir überhaupt ein Tier erlegt haben. Da ist das mit dem Moped wesentlich einfacher und schneller. Na, dann einfach nur ausnehmen und dann kommt man ganz schnell an die Ressourcen, die man haben möchte. Marcel, ich habe ein Vorhängeschloss 525 gefunden. Sehr schön. Oh, du findest sowas gut? Wie kann das sein? Ja, da kannst du. Ja, Marcel? Ja? Wie hoch bist du bei Qualitätsshow? Bei Qualitätsshow? Ja. Ist unter Das habe ich noch Plünder. gar nicht. Nee, da habe ich nur Stufe 1. Hey, was ist das denn? Ich meine, gut, ich hatte auch einmal so einen Glücksgriff, ne, mit dem einen Pistolenlauf, aber war nur ein einziges Teil. Schon wieder ein Tier. Hallo Tier. Bleib mal bitte stehen. Nicht ins Wasser. Nee, das mag ich nicht. Ich wollte gerade sagen, fahr bitte nicht ins Wasser. Dann hängt mein Moped fest, dann steige ich ab. Das sieht aus, das glaubt mir keiner, wie das aussieht. So, jetzt muss ich aber mal gucken, wo ist denn hier mein Moppe? Wo ist denn hier mein Rucksack? Ach so, hier war ja gleich die Siedlung. Dürfte ja gar nicht weit sein. Hier ist ein Oh, Auto. Hulda ist hinter mir her, die blöde Kuh. Ich muss mal ganz ein bisschen Hackengas machen hier. Oh, die ganzen kaputten stehen hier rum. Ja, Huldi, und du kleine mich Kuh. hatte ein Hund erwischt und ich hatte bloß 5 Leben oder sowas. Ich weiß es nicht. Ja, da war nicht mehr viel. Ja, jetzt sehe ich das Grüne auch hier. Guck mal. Das hat er Ja, zu ja. spät erst aufgebaut. Ja, eben, darum, das habe ich gar nicht für voll genommen. Und da kam auch nicht dieses Gedüdel, was sonst immer hörst, weißt? So, und ich fahre einfach mal weiter. Ich habe es jetzt eingesammelt. Das war gut so. Ich fahre jetzt mal hier so ein bisschen ringsrum. Ich werde hier nichts weiter machen. Ich werde hier. Okay.
Parking. Okay, wir haben ein Parkhaus, ein richtiges Parkhaus, habe ich auch noch nie Oh, gesehen. cool. Cool. Du, wenn der Bär noch ist, kannst du den auch überfahren? Nein. Der Bär ist zu groß, zu massiv. Ich kann noch nicht mal Erwin überfahren. Was? Nee.